Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab, dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Licht verlischt, das Licht deiner Wahrheit uns erleuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und dereinst zur ewigen Vollendung. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von Gott, dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, stellen Sie sich Fragen über den verborgenen Gott, der nicht auf unsere Antworten antwortet, unsere Bitten antwortet? Welche Kraft hat ein Bittgebet? Was heißt es, an das Wort Gottes zu vertrauen? In dieser Andacht wollen wir uns diese Fragen stellen und über die Art des Vertrauens an Jesus Christus nachdenken, die zum ewigen Leben führt. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Lubomir Batka und ich bin Pfarrer in der evangelischen Pfarrgemeinde Liesing in Wien. Und nun wollen wir das erste Lied singen vom evangelischen Gesangbuch Nummer 372, Verse 1, 2 und 6. Wir hören jetzt den Text vom Matthäus-Evangelium, 15. Kapitel, Verse 21 bis 28.
Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus dem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, dies ist ein Text voller Dynamik und Spannung bis zum Schluss. Die Dynamik wird durch die Gegensätze geschaffen. Eine Frau, die keine Tochter Israels kommt, sie ist eine Heidin, aus Markus Evangelium wissen wir, eine Griechin. Sie hat eine Tochter, die ist vom Dämon besessen. Sie ist verlassen und verzweifelt. Und auf dem anderen Ende eine Gruppe von Männern, sogar ein Rabbi, ein Jude. Die Gegensätze im damaligen Kontext waren riesig. Es war eigentlich unmöglich für diese Frau, dass sie Zugang bekommt zu Jesus, dass sie überhaupt angenommen wird, dass sie überhaupt vortreten darf. Weil sie sich aber entschlossen hat, bei ihm Hilfe zu suchen, es deutet darauf, dass die Not wirklich groß war und ihre Liebe zu ihrer Tochter noch größer. Wahrscheinlich war sie sehr verzweifelt, als sie den Weg zu Jesus aufgenommen hat und nicht gewusst hat, wie das alles enden wird. Die Dynamik wird aber auch durch die drei Reaktionen von Jesus nochmal unterstrichen. Dreimal bittet diese Frau und dreimal ist die Antwort eigentlich unfreundlich, abweisend, erniedrigend. Als sie das erste Mal um Gnade bittet und Erbarmen, das, was sie als Antwort bekommt, ist Schweigen, keine Antwort. Und als sie nochmal versucht zu bitten, dann bekommt sie eine klare Ablehnung. Ich bin nur für die Kinder Israels da, sicherlich nicht für dich. Als sie doch noch einmal versucht zu bitten, sogar auf die Knie vor Jesus fällt, da folgt das Schlimmste, eine klare Beleidigung. Du bist ein Hund. Welch ein Glaube! Vielleicht ist es euch auch so ergangen. Ihr habt es mal gewagt, jetzt versuche ich mal die Sache mit Gott. Vielleicht hilft mir Gott. Ich spreche ein Gebet. Ich gehe mal in die Kirche. Ich entschließe mich jetzt, an Gott zu glauben. Und das, was als Antwort kommt, ist ein Schweigen.
ein Nichts. Viele haben es so gewagt und viele haben bei dem Nichts auch aufgehört. Aber vielleicht gab es dann doch welche, die gedacht haben, ich wage es noch einmal, noch ein Gebet, nochmal die Sache mit Gott zu probieren. Und nach all dem kommt eine Ablehnung. Nicht du. Nicht du wirst geheilt, nicht dein Kind wird gerettet, nicht dir wird geholfen. Das ist schon bitter. Und viele haben es an dieser Stelle aufgegeben und haben gedacht, das reicht. Das macht doch keinen Sinn, an Gott zu glauben. Aber vielleicht haben es manche auch noch ein drittes Mal probiert und haben gedacht, das kann doch nicht sein. All die Verheißungen von dem liebenden Gott und seinem Heiland Jesus. Ich probiere es noch einmal. Und das, was man dann zu hören bekommt, ist, du bist ein Sünder. Du hast keine Würde in dir. Du bist ein Hund. Also da denke ich, würden die meisten sagen, jetzt aber reicht's. Das lasse ich mir nicht gefallen. Dreimal habe ich probiert. Was soll denn das? Sicherlich wird hier auch das naive Bild von Jesus gekränkt und unsere Vorstellung muss korrigiert werden. Aber die Dynamik wird noch durch eine starke Wendung in diesem Text festgehalten. Es ist nicht das Letzte, was wir gehört haben. Zum Schluss kommt es doch noch zu einem Sieg. Zu einem Sieg dieser armen Frau über den Sohn Gottes. Und das ist schon etwas Besonderes. Wie hat sie das geschafft? So, dass sie seinem Urteil zugestimmt hat, dass sie die Demütigung ertragen hat, dass sie anerkannt hat, was er zu ihr gesagt hat, dass sie ihm eigentlich Recht gegeben hat. Ja, ich weiß es. Aber dennoch gehöre ich und meine Tochter auch zu dir. Das ist schon etwas Besonderes, was auch Jesus selber anerkennt, diesen Sieg dieser Frau, und sagt etwas Wunderbares. O Frau, dein Glaube ist groß. Das hat er weder zu Johannes noch zu Petrus, zu keinem von seinen Jüngern hat er diese Worte gesagt, sondern zu dieser Frau, die so fest an der Überzeugung gehalten hat, dass doch am Schluss die Liebe siegen muss. Aber die Dynamik wird auch durch diesen Sieg nicht ganz entlüftet. Es bleibt noch ein letztes: Dir geschehe, wie du willst. Das ist das Einzige, was diese Frau gehört hat. Sie bekommt kein Beweis, dass es so geschehen ist. Sie wird nach Hause entlassen, nur mit diesem Wort, dass sie nur glauben kann. Dass es in derselben Stunde auch so geschehen ist, das wissen wir aus dem Text, das wusste sie nicht. Ihr Weg nach Hause mag fröhlich sein, aber auch vielleicht unsicher. Hat er wirklich gesagt und gemeint, was er sagt, gemacht, was er sagt, oder war es das Letzte, um mich loszukriegen? Aber auch diese Stelle können wir für uns und unseren Weg des Glaubens nehmen. Uns bleibt auch nichts anderes, als nur das Evangelium von Christus. Wir haben auch keine Beweise, dass uns das geschenkt wird, was uns das Evangelium verheißt. Nur weitergehen, nach Hause, im Vertrauen an das Wort. Aber dennoch
dank dieser Stelle in Matthäus Evangelium sind wir doch nicht ganz im Ungewissen. Wir können uns trösten lassen, dass das Evangelium und Zuspruch des Herrn ein wahres Wort ist, das wirklich auch das tut, was es sagt, auch bei uns in unserem Leben. Damit stärken wir uns heute Abend und jeden Tag, der uns noch auf dieser Erde geschenkt ist. Amen. Und nun wollen wir gemeinsam das Lied 195 singen. Allein auf Gott will ich trauen, die erste Strophe. Lass uns beten. Ewiger Gott, du liebst diese Welt, weil du die Liebe bist. Du liebst die Kleinen, du liebst die Schwachen. Erinnere uns daran, dass die Kleinen die Liebe nötig haben. In diesem Corona-Sommer fragen wir, wie es nach den Ferien weitergehen wird. Deine Liebe stärke in uns das Vertrauen. Deine Liebe behüte uns und sie in diesem Sommer. Wir bitten dich, erhöre uns. Ewiger Gott, erinnere dich daran, dass du die Schwachen vor den Starken schützt. Erinnere uns daran, dass die Schwachen deine Hilfe brauchen. Die Mächtigen verhindern vielerorts den Frieden und versperren den Weg für Hilfe. Deine Liebe verwandle die harten Herzen der Machthaber. Deine Liebe mache die Friedensstifter erfinderisch. Wir bitten dich, erhöre uns. Ewiger Gott, erinnere uns daran, dass deine Schöpfung von deinem Atem lebt. Du schenkst den Getauften deinen Heiligen Geist. Deine weltweite Kirche braucht dein Wort und Sakrament. Im Namen Jesu Christi, zu dem wir gehören, vertrauen wir dir. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Wächter der Nacht, wache über allem, die uns lieb sind, und auch über denen, die uns nicht lieb sind. Sei den Müden nahe und schütze die Wachen. Nimm das Werk unseres Tages und wandle es in der Stille der Nacht.
Der Herr segne diese Nacht. Amen. Und zum Schluss singen wir vom Lied 486, Ich liege, Herr, in deiner Hut, die erste Strophe.